Willkommen im Vorfrühling der schlimmsten Jahreszeit für Landschaftsfotografen. Ich hatte euch ja versprochen, in diesem Monat auch öfter mal Bilder zu machen, außerhalb meiner enorm schönen Landschaftsfotokomfortzone. Und ich habe es tatsächlich gemacht und möchte euch natürlich jetzt auch ein bisschen was zeigen. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Aufnahme hier? Dieses Bild weicht gleich mehrfach von meinen üblichen Prinzipien ab. Zum Beispiel ist es auf Film aufgenommen, in Schwarz-Weiß, innerhalb einer Stadt. Und dann auch noch bei Tageslicht. Und trotzdem gefällt es mir, den Umständen entsprechend, doch ganz gut. Das liegt vor allem daran, dass ich den Bildaufbau ziemlich gelungen finde. Obwohl das Bild sowohl horizontal als auch vertikal mittig aufgeteilt ist, funktioniert das ganz gut, weil die Diagonalen und die Tiefenstaffelungen das Bild ordnen. Also insgesamt ist das ein Bild, das mir ziemlich gut gefallen könnte, wenn nicht irgendein Trottel sein Fahrrad gerade dort abgestellt hätte, wo es diesen blöden Schatten wirft. Also echt, wer macht sowas? Aber man muss mir eins zugutehalten, ich habe bei dieser Aufnahme ja nicht nur auf Digitalfotografie und Farbe und Morgenlicht und Natur verzichtet, sondern auch noch auf das Auto. Also eine in vielfacher Hinsicht ungewohnte Situation, da kann halt doch mal was schief gehen. Ja, ich muss noch üben. Und welche Jahreszeit wäre eben besser geeignet, mal was Neues auszuprobieren als der Vorfrühling? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mich noch begeistert geäußert über die Qualitäten des Spätherbstes und jetzt äußere ich mich so ablehnend über den Vorfrühling. Dabei haben die doch so viel gemeinsam, sollte man meinen. Vorfrühling ist das, was man bekommt, wenn man Spätherbst auf Wish bestellt, so ungefähr. Ja, die Landschaft ist in beiden Jahreszeiten braun und kahl, aber es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem stilvoll entsättigten Rotbraun im Spätherbst und dem ranzigen Matschbraun im Vorfrühling. Es heißt ja nicht ohne Grund Frühlingserwachen. Das ist so ein schöner romantisierender Begriff, aber wenn man den mal realistisch betrachtet, dann sieht es doch so aus. Spätherbst, das ist ungefähr so, wie wenn ich am Abend eines ereignisreichen Tages müde, aber zufrieden das Geschehene nochmal Revue passieren lasse, bevor ich ins Bett gehe. Hätte ich auch kein Problem damit, wenn mich in dem Zustand jemand fotografiert. Vorfrühling ist dagegen, wenn mich gerade der Wecker aus dem Schlaf gerissen hat und ich mich mit verquollenem Gesicht und abstehenden Haaren aus dem Bett quäle. In diesem Zustand möchte ich nicht fotografiert werden. Also der Charakter des Vorfrühlings, der Landschaft im Vorfrühling, ist ungefähr so wie der durchschnittliche Twitter-User vor dem ersten Kaffee. Also ich trinke ja keinen Kaffee. Ja, wirklich. Aber ich fotografiere auch mit Pentax und programmiere in PHP. Ich weiß, wie es ist, am Rand der Gesellschaft zu stehen. Und ich denke ja schon eine Weile drüber nach, diese monatlichen Smalltalk-Videos aufzugeben, zugunsten von konkreten Themen, denn ja, diese Monatsvideos machen auch Arbeit. Und ich habe sowieso nicht allzu viel Zeit übrig für solche Videos. Also ich werde das nicht ewig durchziehen mit den Monatsvideos, aber gerade jetzt aufzugeben, in dieser Jahreszeit, das wäre dann irgendwie feige. Also diese so schwierigen Monate für Landschaftsfotografen, die möchte ich noch durchziehen mit diesen Monatsvideos und Slideshow am Ende. Das bedeutet, dass ich jeden dieser Monate eine gewisse Anzahl an brauchbaren Aufnahmen abtrotzen muss. Und das ist eine willkommene Herausforderung und sorgt dafür, dass ich dieses Jahr vielleicht nicht so heftig ins Vorfrühlingsloch falle wie in den meisten anderen Jahren. Normalerweise ist der Februar im Hochschwarzwald ja noch ein Wintermonat, aber dieses Jahr war es leider nicht wirklich so. Es hat zwar hin und wieder mal in den Hochlagen noch Schnee gegeben, aber meistens mit so viel Wind, dass er auf den Bäumen von vornherein nicht liegen geblieben ist und weiße Landschaft mit schwarzen Bäumen kann man vergessen. Da fährt man lieber gleich in die Rheinebene, wo es sowieso keinen Schnee gibt. Und das habe ich tatsächlich auch mehrmals getan. Also ich habe in diesem Monat wirklich alle mir zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, um dem Monat tatsächlich ein paar vorzeigbare Aufnahmen abzutrotzen. Also ich habe, wie erwähnt, auf Film fotografiert, aber natürlich auch digital. Und ich habe sogar wieder ein neues Objektiv angeschafft. Es ist noch nicht das 77mm Limited, von dem ich kürzlich noch so begeistert geredet habe. Das kommt noch. Aber das hier,
Das hat sich gerade einfach angeboten. Ein Samyang bzw. Valimax 135 mm F2. Also ein sehr lichtstarkes Teleobjektiv. Das kostet neu normalerweise über 600 Euro. Ich habe es gebraucht für weniger als die Hälfte bekommen, weil ja, es eigentlich kein Objektiv für Pentax war, sondern ein Umbau. Ich glaube ursprünglich für Sony und dann hat jemand ein Pentax-Bajonett dran gebaut. Da habe ich jetzt keine A-Stellung am Blindenring und Belichtungsmessung habe ich bei Arbeitsblende. Das heißt, es wird relativ dunkel im Sucher, wenn man abblendet. Aber dafür kann ich auch im AFH-Modus den Blendenring hier an der K1 verwenden. Falls sich jemand für die Zusammenhänge interessiert, hier, da möchte ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Jedenfalls, das Ding funktioniert und war günstig. Und ich muss zugeben, ich habe mich bei der Anschaffung dieses Objektivs ein bisschen influenzen lassen von einem anderen Foto-YouTuber, dem einzigen, den ich persönlich kenne, Felix Wesch. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand meinen Kanal kennt und den von Felix nicht, da unten ist er verlinkt, unbedingt reinschauen, da gibt es Naturfotografie auf höchstem Niveau und da sind auch öfter mal Naturdetailfotos zu sehen, auf denen zum Beispiel eine Blume im Mittelpunkt steht. Und bei diesen Fotos spielt dieses Objektiv meistens eine ganz entscheidende Rolle. Und Felix hat mir versichert, dass da auch Feenstaub verbaut sei, genau wie im 77er Limited, also musste ich das einfach ausprobieren. Dieses Objektiv kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um mich meiner Nemesis zu stellen, meinem Kryptonit, meinem unbezwingbar erscheinenden Endgegner, der mich Jahr für Jahr wieder zum Showdown fordert und mich am Ende vernichtend geschlagen als Häufchen Elend zurücklässt. Wollt ihr seine grausame Fratze sehen? Aber nicht erschrecken, ich habe euch gewarnt. Ja, selbst mit dieser neuen Waffe bin ich bei meinen ersten Versuchen in diesem Jahr wieder kläglich gescheitert. Was wollte ich denn eigentlich erreichen? Ich mag ja eigentlich keine Bilder, auf denen man eine Blume nur so freigestellt als Makro sieht und nichts drumherum. Ich bin einfach Landschaftsfotograf. Ich möchte gerne Bilder machen, wo man auch noch was von der Umgebung sieht. So ungefähr in diesem Stil. Ich blende mal so ein paar Bilder ein, wie ich das gerne mache. Also Bilder, auf denen zwar die Blumen im Mittelpunkt stehen, aber trotzdem auch was von der Umgebung zu sehen ist. So ungefähr, aber das eben mit Merzenbechern. Aber das Problem ist an Merzenbechern. Die Bilder, die ich hier gerade gezeigt habe, die haben alle eins gemeinsam. Sie sind außerhalb von Wäldern entstanden, auf Wiesen oder sonstigen freien Flächen. Merzenbecher wachsen leider gerne in Wäldern. Und zwar in Wäldern, die ungefähr so aussehen. Und da ein Bild zu machen, ein Bild, das als Landschaftsbild durchgeht und einen halbwegs aufgeräumten Charakter aufweist. Ich glaube, es ist einfach nicht zu machen in dieser Umgebung. Aber es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen in dieser Angelegenheit in diesem Jahr, denn was ich hier gerade gezeigt habe, das war der Honigburg bei Freiburg. Eine relativ kleine Fläche mit Merzenbechern. Es gibt auch noch jede Menge an der Gauchach und Wutach und die kommen jetzt erst raus und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, wie gesagt. Und der Februar bestand ja nicht nur aus diesem Merzenbecher-Frusterlebnis, sondern auch aus einigen Fotoausflügen aus meiner Komfortzone heraus, wie erwähnt, mit Bildern, die angesichts der Umstände doch relativ gut gelungen sind. Also nicht vergleichbar mit Monaten, in denen es einfach generell leichter ist, aber ich war zum Beispiel zum ersten Mal zum Fotografieren im Thuniberg oder in den Rheinauen. Und ich möchte das auch noch weiter durchziehen, solange der Vorfrühling weiter anhält. Ich habe zu diesem Zweck extra eine Monatskarte gekauft für den Verkehrsverbund hier. Und das ist ganz praktisch. Die ist recht günstig und lohnt sich schon ab 6-mal Hochschwarzwald, Oberrhein und zurück. Das heißt, 4-mal muss ich sie noch einsetzen. Und die nächsten Male passe ich besser auf, wo ich mein Fahrrad abstelle. Ja, mit dieser Kamera und dem Film werde ich auch immer besser vertraut. Das fühlt sich auch gut an. Neben dem eben schon gezeigten Bild habe ich auf dem Breisacher Münsterberg auch noch ein paar weitere gemacht. Und auch im Schwarzwald
Zum Beispiel an einem der wenigen Tage, als es doch mal winterlich war, habe ich die Kamera, den Film ebenfalls eingesetzt und Bilder gemacht, mit denen ich ziemlich zufrieden bin. Besonders gut gefällt mir dabei diese Aufnahme. Das ist so ein Bild, wie ich mir es gewünscht habe, seit ich angefangen habe mit der Analog-Schwarz-Weiß-Fotografie. Also ein Bild, das gut aussieht, nicht obwohl es auf Schwarz-Weiß-Film aufgenommen ist, sondern gerade weil es auf Schwarz-Weiß-Film entstanden ist. Denn hier ist der Verzicht auf Farbe kein Nachteil, sondern trägt gerade zur Bildwirkung bei, finde ich. Denn hier entsteht die Tiefenwirkung dadurch, dass diese Lichter und Schatten so schön nach hinten gestaffelt sind. Da hätte zusätzliche Farbe am Himmel eigentlich nur gestört. Ich hatte überlegt, ob ich dieses Bild als Lieblingsbild des Monats präsentiere, aber ich glaube, ich nehme doch ein digitales. Aus den Rheinauen, am gleichen Tag entstanden wie die Breisacher Münsterbergbilder, nur ein bisschen früher, also kurz nach Sonnenaufgang. Ein erfahrener Vogelfotograf würde hier wahrscheinlich nur mit der Schulter zucken und sagen, ja, ganz nett, habe ich schon besser gemacht. Aber für mich ist das was Neues. Ich habe noch nie einen Vogel im Flug so erwischt. Und dazu dieses schöne Licht und die Flugrichtung des Reihers parallel zu den schiefen Bäumen da im Hintergrund und dazu noch ein bisschen Nebel über der Wasseroberfläche. Also, da kann man sich für den ersten Versuch wirklich nicht beschweren. Und was ich diesem Vorfrühlingsmonat sonst noch an Bildern abgerungen habe, das bekommt ihr jetzt zu sehen. Und wir sehen uns hoffentlich nicht erst beim nächsten Monatsvideo, sondern na, das Video zu diesem Adox CMS20 Film, das schon seit Ende Dezember in der Mache ist, wird hoffentlich auch demnächst fertig vor dem nächsten Monatsvideo. Und als Vorgeschmack darauf habe ich auch diesmal wieder einige Aufnahmen in die Bildauswahl des Monats eingebaut, die auf so einem Film entstanden sind. Ich wünsche viel Vergnügen und bis bald.